Ich habe ihm sehr deutlich gesagt, dass ich erschreckt und entsetzt war, als ich festgestellt habe, wie andere auch, dass bei diesem Versuch, die Migration irgendwie in den Griff zu kriegen, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kinder von ihren Eltern getrennt werden, auch Kleinkinder, dass ich das unter gar keinen Umständen akzeptieren könne. Und dass das Bild Amerikas auf diese Weise schweren Schaden erzielt hat. Das hat der Botschafter ausdrücklich aufgenommen und auf die Entscheidung des Präsidenten hingewiesen, der das ja dann korrigiert hat. Aber der Schaden ist enorm. Ich habe ihm auch sehr deutlich gesagt, ich bedauere, dass der amerikanische Präsident eine Politik macht, die es uns sehr schwer macht, ihn erstens zu verstehen und zweitens diese transatlantische Partnerschaft auch wirklich zu erhalten, die wir brauchen. Ja.